Und nach so viel Musik jetzt ein kleines Quiz. Auch hier steht wieder der Film im Mittelpunkt. Aus unzähligen Bewerbungen haben wir einen Kandidaten, genauer eine Kandidatin ausgewählt. Hier ist sie, darf ich bitten. Guten Abend. Gnädige Frau, eine Frage. Können Sie... Kino! Natürlich, deswegen bin ich ja hier. Nehmen Sie Platz. Ja, ich meine, können Sie sich vielleicht zuerst einmal vorstellen? Na klar, Müller. Großes M, kleines Üller. Martha Müller wird der Knüller. Und Ihr Beruf? Ich koche, putze, wasche von früh bis spät gegen miserable Bezahlung. Sie sind also Haushälterin? Nein, Ehefrau. Also, jetzt die erste Frage. Welcher große Star hatte den Beinamen der blonde Traum? Moment, blonder Traum? Ich weiß, Heino! Nein, ich meine einen Star der späten 30er Jahre. Na, hören Sie mal, da war ich doch noch gar nicht auf der Welt. Na, wie alt sind Sie denn? 29. Und ein paar Monate. Wie viele Monate? 243. Es war Lilian Harvey. Sie kennen doch noch Lilian Harvey und Willy Fritsch. Na klar, die gehörten doch zusammen wie Romeo und Julia, wie Hermann und Dorothea, wie Castor und Rohlinger. Naja, heute gibt's ja nur noch ein großes Filmliebespaar, Liz Taylor und Richard Burton. Das nennen Sie Liebespaar? Das ist eine schlagende Verbindung. Also gut, raten wir einen etwas späteren Star. Ich sage nur tiefe Stimme und dunkle Brille. Moment. Ich weiß, Heino! Oh nein, mein Gott, wie kann ich Ihnen nur zu einem Punkt verhelfen? Halt, ich hab's. Nennen Sie mir einen weltberühmten, späten Gary Cooper-Film. Heino! Bravo, Heinun! Ein Punkt! Aber vielleicht kennen Sie sich mehr unter den Dramatikern aus. Mögen Sie Schnitzler? Den Wiener Schnitzler. Natürlich mag ich Wiener Schnitzel. Schnitzler. Er schrieb ein Stück, das einmal mit Magda und einmal mit Romy Schneider verfilmt wurde. Ich weiß. Lie? Ja. Liebe? Ja, ja. Liebesgrüße aus der Lederhose. Nein. Liebelei. Na prima, ein Punkt für Sie. Also bleiben wir lieber bei den Stars. Vor wenigen Wochen feierte... Greta Garbo. Ja, richtig. Na, wer hat den hier bloß sauber gemacht? Die Kameliendame. Können Sie mir den Inhalt der Kameliendame in einem Satz erzählen? Aber natürlich. Also die Kameliendame, das war so eine... So eine Vase. Also, die hatte so viele Liebhaber, die muss in ihrem Schlafzimmer eine Drehtür gehabt haben. Aber einer liebte sie wirklich. Der Armagnac. Armand. Sag ich doch, ein flotter Knochen, ein irrer Funke. Aber was tat die Greta, anstatt ihn wieder zu lieben? Sie hat ihm was gehustet. Na, kein Wunder. Das Nachthemd, was sie anhatte, war ja kein Nachthemd. Das war eine Klarsichthülle. Und wo starb sie? Moment, sie starb auf ihrem Arbeitsplatz. Falsch. Sie starb im Bett. Na, war das etwa nicht ihr Arbeitsplatz? Ja, da haben Sie natürlich auch wieder recht. Also ein Punkt.
dagegen, was? Wenn ich dagegen heute die Sophia Loren sehe, Sie wissen ja, die einzige Frau, die sich unter die Dusche stellen kann, ohne dass ihre Füße nass werden. Und hier die dritte... Lassen Sie mich da auch mal zu Wort kommen. Also, ich war doch neulich in so einem Jungfilmerfilm. Ja. Titel Glück und Tragik des Tobias B. Also, stellen Sie sich vor, da liebt doch ein junger Mann... Ein junges Mädchen. Nein, eben nicht. Der liebt einen jungen Mann. Ja, und wo ist da das Glück? Die beiden heiraten. Und die Tragik? Die Ehe bleibt kinderlos. Also Filme sind das heute. Kein Wunder, dass sich der Kurt Jürgens auch schon auszieht. Aber das gehört doch gar nicht hierher. Ich kann es Ihnen ja draußen sagen. Aber hat der Jürgens das nötig? Vom Kleiderschrank zum Ausziehtisch? Also ich finde, man müsste wieder mal was richtig Rührendes verfilmen. Zum Beispiel das Schicksal von Jackie. Ach, Sie meinen die Ex-Frau von Kennedy? Nein, den Ex-Hund vom Lemke. Also jetzt hier die dritte und letzte Frage. Wie hieß der Film, der eine Zittermelodie von Anton Karas weltberühmt machte? Moment, ich hab's auf der Zunge. Wollt ihr's mal sehen? Ich helfe Ihnen. Ja. Angenommen, Sie wollen mit Ihrem Mann Skat spielen. Ich spiele nur Halma. Also gut, dann spielt Ihr Mann mit einem Freund zusammen Skat. Was fehlt den beiden noch? Ein Kasten Bier. Aber nein. Nein, da kennen Sie meinen Mann schlecht. Es fehlt noch eine Person, nämlich der... Der Onkel Hermann. Ich geb's auf, ich schenke Ihnen den Punkt. Was? Sie schenken mir den Punkt? Das ist ja schon der dritte Mann, wie ich mich freue. Der dritte Mann, das war's. Ein Punkt. Gratuliere, liebe Frau. Hier sind 3.000 Mark. Oh, wunderbar. Jetzt kann ich mir jeden Tag einen alten Filmschinken ansehen. Ja, wollen Sie sich ein Kinoabonnement kaufen? Nein, einen Fernsehapparat.